Hey zusammen und willkommen zur Yabu LP News Nummer 5. Genau, es geht weiter. Und zwar ganz einfach gehalten, ganz kurze News. Das Buch ist weitergeschrieben. Und ich suche jetzt eine männliche Sprechrolle für den nächsten Abschnitt vom ersten Kapitel, beziehungsweise den letzten Abschnitt vom ersten Kapitel. Ja, jetzt Voraussetzungen sind natürlich, ihr habt Prolog und erstes Kapitel bis jetzt gelesen. Nicht, ihr müsst es nicht gehört haben, es reicht, wenn ihr es gelesen habt. Und ja, ihr sollt natürlich flüssig sprechen können. Also ich habe einen etwas größeren Text vorbereitet, der so eine Drittel, ja, eine Drittel DIN A4-Seite umfasst. Und ja. Dafür suche ich jetzt eben jemanden, der mir dann einspricht. Und wir werden uns dann eben im Teamspeak, oder nee, im Teamspeak ist schlecht, im Skype am besten. Also für die Leute, die mitmachen wollen, Skype ist kostenlos, kann man sich jederzeit runterladen, kann man danach auch jederzeit wieder löschen. Also im Skype wird das Ganze, werden wir uns dann treffen, irgendwie ein bisschen darüber quatschen. Dann werdet ihr das Buch komplett so, wie es für mich jetzt fertig geschrieben ist, erhalten. Und dann könnt ihr euch das durchlesen, könnt mir sagen, ob ihr euch das zutraut oder nicht. Und wenn ihr das machen wollt, dann machen wir das. Dafür gibt es ein Programm, das nennt sich Audacity. Dann gebt ihr, also sprecht ihr das über Audacity ein, gebt mir das und dann hat sich die Sache auch schon. Und das war's auch schon mit den News. Also ich brauche eine männliche Sprechrolle für eine Drittel DIN A4-Seite PC-Text. Das muss ich dazu sagen. Also so wie ihr es kennt, ne? PC-Schrift, Text, Drittel DIN A4-Seite. Und ja. Wer Lust hat, einfach unter dem Video einen Kommentar posten und mich in Skype adden. Am besten schreibt ihr mir auch im YouTube, auf YouTube eine PN. Und diese PN sollte dann einen Tag oder mögliche Tage, am besten nicht nur einen Tag, sondern mehrere Tage beinhalten, an denen ihr dann Zeit habt, am besten auch mit Uhrzeiten. Und dann können wir das abgleichen, wann ich Zeit habe, wann ihr Zeit habt, dass wir das vielleicht diese spätestens nächste Woche. Nee, nächste, spätestens übernächste Woche dann komplett im Kasten haben und dann am Ende der nächsten, übernächsten Woche, also dass bis spätestens Ende November eben das alles fertig ist. Weil das ist ja auch Arbeit für mich. Ich muss das ja auch noch alles einarbeiten, lesen und bla und ne, das gehört ja auch dazu. Ja, also, damit Yabu EP News Nummer 5 auch vorbei. Wir sehen uns dann in den News Nummer 6. Vielleicht macht auch die Steffi die News Nummer 6. Ich habe keine Ahnung. Und ansonsten dann halt in den Projekten momentan. Also, wir sehen uns. Tschüss, macht's gut.